Verschiedene
Samsung Galaxy.
es wird nicht so laut. Wir sitzen schon in den Ästen und wollen gleich ran. Hier habe ich ein Duschtuch mit Glanzeffekt. Interessant, die Farbe ist ganz schön. Ein Luftentfeuchter. Gästetücher, Waschhandschuhe mit Glanzeffekt. Oh, das könnte ich auch mal wieder gebrauchen, aber nicht Badeimer, sondern normalen Mülleimer. Das sind jetzt kleine Badeimer. Und hier drüben haben wir eine Dusch- oder Badewannenmatte, um nicht auszurutschen. Oder einfach mehr Halt zu haben, wenn man drin steht oder liegt. Duschabstreifer. Multifunktionsduschkopfset. Es kann auch immer mal sehr hilfreich sein. Zwischendrin, was alle paar Jahre, muss man es ja leider doch oft neu kaufen. Weil diese Beschichtung, diese Metallbeschichtung so abbröckelt. Gar nicht mal des Kalkes wegen, das kann man wieder entfernen, aber außen dieser, ja, dieser metallanmutende Lack, der bröckelt oft ab über die Jahre. WC-Garnitur hier in Schwarz-Weiß. Und verschiedene Putzmittel, WC-Reiniger, Tabs und so weiter. Und hier wieder für die Kinder. Naja, das ist alles ab Donnerstag. Ganz verschiedene Sachen für die kleinen Kinder. Süß, die Ecke, irgendwie cute. Kuschelig, das sieht aus wie ein Bett, was am Boden ist. So wie eine Matratze, die am Boden ist. Jersey-Spannbetttuch. Betttuch. Kinderbettwäsche. Kindernachtlicht mit Wecker. Wanduhr. Hausschuhe. Kleid und Jogginghose und Hoodie. Eben die verschiedensten Sachen und auch Spielsachen, Musikinstrument, Kunststoffbausteine und Spielmöbel aus Holz sogar. Toll. Oh, das ist schön. Puzzle, Puzzle, Puzzle. Disney Puzzle. Und sogar von Thomas Kinkade, diesen tollen Maler. Von dem habe ich noch einen alten Kalender da. Der hat immer sehr kitschig, romantisch gemalt. Ist leider schon tot, der ist glaube ich nur in die 50er geworden. Nachtleuchtender T-Rex. Hier gibt es einen Magic-Zauberhut. Scrabble. Oder verschiedene Mattel-Spiele. Playland 3D-Puzzle. Oh, und ein XXL-Riesenspielbuch. Ein Riesenspielbuch. Und noch einmal Essen. Das ist das vom Cover. Von der, ja, vordersten Seite. Sachen. Eierlikör, Sahnetorte, Trüffel, Pralinen und noch weitere Angebote. 31% sparen oder bis zu, das muss man ja mal dazu sagen, bis zu. Nochmal wert es. Verschiedene Fleischprodukte. Die kenne ich, die Linsenchips.
Ende alles, wirklich, sorry, aber das ist einfach crazy. Wenn mir kalt ist, gehe ich rein und wenn ich trotzdem draußen sitzen will, dann muss ich mich warm anziehen, dann brauche ich nicht so ein Zeug. Meine Güte, wirklich, es müllt das Zuhause immer mehr zu, immer mehr Gerätschaften, dann noch Gas, also Ressourcen auch noch, die verschwendet werden. Orangen.
Weinbrand, Toffifee und Nutella.
verschiedene Ledersachen. Leder. Leder-Smartphone-Tasche. Leder-Schlüssel-Etui. Schmuckbox. Premium-Lesebrille. Armbanduhr. Und eine Canvas-Tasche. Weekender nennt man das mittlerweile, so eine Wochenendtasche. So eine Tragetasche. Canvas ist übersetzt entweder Leinwand oder Segeltuch. Also Canvas ist, glaube ich, immer Baumwolle. Selbst.
Sweatkleider, Homewear Leggings,
schmale lange eine Praline an der nächsten und verschiedene Spirituosen wie Rotkäppchen, Nordhäuser Doppelkorn, Wildenau und Jägermeister wahrscheinlich. Jägerschnitzel, Kassler, Eierkuchenmehl, sorry, aber Kaviarcreme. Prost auf schöne Feiertage. Da haben wir verschiedensten Whisky. Whisky. Scotch Single Malt, Scotch Whisky. Blended Scotch Whisky, Black Label Blended Scotch Whisky, Blended Scotch Whisky, Anniversario Ronna Nero Reserva, Exclusiva Rum, 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 Ramazzotti Amaro, London Dry Gin, Tiramisu Baileys, Cherry Medium Dry, Riesling Sauvignon Blanc, Rheinhessen, und noch einmal aus dem Sortiment ab Freitag, dem 16.12. Verschiedenste Angebote. Hier gibt es auch mal ein paar vegan aufleuchtende Sachen. Beispiel Rotkohl, Prinzessbohnen und Rahmgemüse. Wow, die haben sogar das Rahmgemüse vegan hinbekommen. Spitzli. Dann haben wir Pülzer. Von Vibres halte ich für absolut unnötig, sowas entweder.
riecht meistens auch eher unangenehm. Nichts geht über frische Luft im Raum. All-in-One-Pads von Ariel. 60 Pots. Pads, Pots, nee, die heißen Pots. Vorteilspack. Hier ein großer Karton Ariel Waschpulver. Das hat, glaube ich, meine Mama früher auch mal gekauft. Für 80 Wäschen. Zum Vergleich, in den normalen kleinen Packungen ist meistens immer so 23 Wäschen drin. Also das ist richtig viel. 15 Euro knapp. Und Flüssigwaschmittel. Das ist sogar für 80 Anwendungen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Selbst mit meinem
schöne Zeit, wann auch immer du dieses Video jetzt